Herzlichen Dank, Chris. Ich tue mich dem Dank anschließen, natürlich auch für die Ehrendamen, die einen super Job machen. Hey, danke Silvan, schön zu sehen. Haben wir zusammen dürfen die Bruna 2022 Original Braunfee richten. Und vor allem danke im OK für die Einladung, aber natürlich auch allen Besucherinnen und Besuchern, Züchterinnen und Züchtern, die die Kühe hier an Bruna gebracht haben. Schaut das Line-up an und vergleicht vielleicht Bilder, die ihr das nicht zum Kopf machen könnt, daheim all die CA Braunfee führen und schaut die Kühe Original Braunfee vielleicht von vor 10 Jahren an. Es ist ein riesiger Fortschritt, was Original Braunfee hier gemacht hat. Die Fundamentqualitäten von 2 Melk, 3 Melk, 2 Melk, 4 Melk, 5 Melk und 10 Stunden 7 Melk. Es ist eine wahre Freude. Das ist weiter so. Ich fahre mit einem sehr, sehr guten Gefühl heim. Die ersten haben gefahren, gerade nach der Ausstellung. Ich denke, ich habe nicht noch zu fragen, sondern habe ich die seine Leistung Revue passieren, im Auto, im Heimfahren. Die Evaluation zum besten Ideen. Ich habe kein Gehen gestern, aber ich kann noch Revue passieren. Und ich habe auch Freude, wie es im letzten gelaufen ist, bei den Rindern, wie es hier hier anschauen. Die Rinder von gestern, aber auch die Erstmelder, die sind einfach jemand aus einem Bus, so wie wir es beide zusammen wollen und offenbar gefunden. So, jetzt, wo wir nicht mehr länger werden, ich werde Rennchampion von der Bruna 2022 Original Grundsee. Bekannt geben, den Präsenten Grand Champion und den Honorable Menschen. Ihr dürft noch einmal klatschen, oder was noch schöner wäre. Die können, die keine Rücken haben, dürfen aufstehen. Alle zusammen aufstehen, dann erleben wir das ganze Lauf noch einmal ein bisschen anders. Danke vielmals, noch einmal für die Unterstützung. Ich gebe am Schluss noch kurz die Runde und wünsche euch einen schönen Abend. Danke. Und Tony aus Ottenhausen. Herzlichen Dank an die Unterstützung von der
Matthias von Köln-Kurt-Heil.